Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, das ist wie gesagt kein gewöhnliches Bild hier, wie ihr vielleicht direkt mitbekommt. Dieses Spiel ist kein irgendwie Product Placement Sponsorspiel. Das Spiel hat mir ein Freund empfohlen und ja, deswegen habe ich beschlossen, jo, das zocke ich doch mal ein bisschen für euch an. Und falls ihr Lust habt, kann ich es natürlich extra für euch am Wochenende, vielleicht sogar im Livestream, spielen. Aber das müssen wir natürlich schauen, ob das geht. So, jetzt, wie gesagt, das ist ein Zombie-Spiel. Wir sind hier in einer Zombie-Apokalypse und müssen gegen Zombies und auch Zombie-Hunde und verschiedene Arten von Zombies kämpfen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, aber ich finde so Zombie-Spiele eigentlich ultra nice. Ich weiß gar nicht, wie ihr das steht, aber sagen wir, bei 5 Likes zocke ich das am Wochenende live. Okay, das ist ein bisschen gefährlicher Zombie, der da. Da gehe ich nicht hin. Stattdessen gehe ich kurz hier zu dem. Das ist jetzt. Das heißt hier, schlau spielen, Leute. Wir haben nicht so viel Leben oben links sehen. Wir haben gerade mal 26 Leben. So ein bisschen, je nachdem, zwischen 5 und 10 Schaden. Also das ist schon ziemlich heftig, dass die so einen Schaden machen können, finde ich. Und das Coole an dem Spiel ist halt, je nachdem, wo du hinfliegst, gibt es das halt auch so ein bisschen, ich sag mal, kaputt. Also wenn du auf den Kopf schlägst, geht der Kopf so ein bisschen kaputt. Das kann ich hier an der Dame mal ganz kurz zeigen. Oder wenn ich jetzt auf den Körper ziele, das macht zwar nicht so viel Damage, aber hier ist ein Müllzombie, Achtung, guck, da drin. Ja. Dann geht so ein bisschen der Bauch auf, das ist auch ziemlich krass. Macht nicht viel Damage, aber so relativ viel auf. Finde ich persönlich. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich muss hier jetzt auch ein bisschen looten. Hier gibt es Eisenschrott. Hier gibt es nämlich einen Händler. Den kann ich gleich diesen Eisenschrott verkaufen. Und dafür kann ich mir dann zum Beispiel Leben kaufen. Boah, ganz viel. Lederstoff, nochmal Lederstoff. Und Benzin, damit wir auch gut reisen können. Weil wir haben, wie ihr am Anfang vielleicht gesehen habt, müsste da hinten irgendwo mein Auto stehen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr. Ich muss hier mal raus. Da stand halt mein Auto. Bei dem Auto, ich brauche noch einen Schritt, das sieht auch sehr, sehr realistisch aus, finde ich. Das ist der... Dass, einfach so ein Händler rumschickt und, ja, einfach nichts mit ihm passiert. Nur die ganze, das ist nämlich Munition, die wir nicht benötigen. So, gibt's hier irgendwas, was wir uns kaufen? Nein, gibt's leider nicht. Ein anderes Mal vielleicht. Und stimmt, wir, das ist dieser Quarterback-Zombie, wo war der? Muss doch irgendwo sein. Da ist er. Jetzt versuche ich hier hoch. Weil hier hoch kann der, glaube ich, nicht. Lol, oh mein Gott, seit wann können die hier hoch? Oh, das musst du mir doch sagen. Ja, wusste ja nicht.
Ja, super. Nicht die Aufnahme beenden. Ja, bitte. Alter, ja, super. Ich hab ihn jetzt richtig schön aufgezogen. So, also es gibt natürlich, wie ihr gerade gemerkt habt, hier auch schwache, starke und schwache Zombies. Und das ist eigentlich ein relativ interessantes Spiel, finde ich persönlich. Ja. Wenn ihr Lust habt, bei 5 Likes, wie gesagt, werde ich es mal in einem Livestream ein bisschen zocken. Am Wochenende tatsächlich sogar. Ich hab Bock, mal wieder live zu gehen, mit meiner krassen Community zu zocken, die wirklich alle immer schön drauf am Start sind. In Livestreams weiß ich, ihr seid eher nicht so krass. Bleibt darauf. Vielleicht gefällt euch ja dieses Spiel. Und ich mach so, ja. Ups. Gott. Jetzt muss ich kurz vielleicht aufzureden, dann komme ich bisher gegen die Zombies. Wir rennen einfach ein bisschen weg. Zack, 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 zack. Und die versuchen so mehrere nebeneinander zu kommen und das ist halt das Gefährliche. Wenn du den vor dir angreifen tust, kommt halt plötzlich einer von der Seite und das ist dann ultra schwer. Und dann einfach zu attackieren. Was machen wir jetzt? Ich musste wieder in so eine Reihe Reihenfolgen Ding bekommen. Kommen die hier hoch? Also der eine Zombie ist ja hoch. Hm? Ja, das ist gut. Aha, lieber. Ich kann mal. Die erste Hände. Gut. Das Gute ist auch, die heilen sich nicht. Also sprich, ihre Leben regenerieren sich nicht sofort. Ich weiß gar nicht, ob sie sich irgendwann mal regenerieren nach einer Zeit. Stimmt. Aber halt nicht sofort. Nicht so schnell wie unsere Leben. Und das ist das Wichtigste. Okay, hier ist wieder das hier, wie gesagt, so ein begrenzter Bereich, sag ich mal. Wo wir hier nur looten können. Und hier ist... halt an Endstation. Hier ist halt der Rand. Ja. Hier ist so ein Zombiehund wieder. Den machen wir mal ein bisschen weg. Den kriegt man eigentlich mal easy down. Hier ist eine Kiste. Verwendung. Munition, die ich nicht brauche. Yay. So, bei 25 Leben krieg ich, geht dann auch wieder die rote Dings wieder weg. Munition, ich will wieder. Das ist der beste für Schrott mit Munition. Perfekt, auch wenn ich gerade einfach mit irgendeinem Baseballschläger mit Kanälen drin habe. Also, wie er es uns da erkannt hat. Oh Gott. Oh Gott. Das ist meine Zeit, das ist sehr gefährlich. Ich habe mir jetzt 4 Damage gemacht. Ich hoffe, ich nicht das kann wieder spielen. Sonst verliere ich ja noch mehr Leben und das wollen wir natürlich nicht. Oh. Die sind hier alle relativ gut. Gut, jetzt haben wir den ersten. Dann haben wir schon mal schön den. Ich weiß, das hört sich sehr, sehr brutal an. Ist es auch. Das Spiel ist nämlich ab 16. Also bitte haltet euch hier auch an die Altersbegrenzung. Also falls ihr nicht 16 seid,
Solltet ihr das nicht spielen, Leute? So, jetzt krieg ich zack. Aha. Jetzt haben wir fast alle. Jetzt können wir hier noch ein bisschen auf uns looten. Ach, und hier ist hier mein Truck, für den ich den das ganze Benzin brauche. Habe ich eben die Deutschlandfarben mal lackieren lassen. Für viel zu viel Geld. Oh je. Was so ein ganz. Die nennen sich Zombie-Quarterbacks und die sind richtig gefährlich, weil die springen auf einen so richtig zu. Das ist creepy. Vielleicht, wenn ich gleich dann eine Nahkampfwaffe ausrüsten tue, so eine Schrotflinte, weil wir haben ja auch Munition. Ja, komm, das machen wir schnell. So, Leute, hier ist die Schrotflinte, die rüste ich kurz hier für andere Waffe da aus. So, zack. Jetzt haben wir ihn. Auch gefühlt. Nein. Hoppala. Munition muss ich halt hier echt sparsam sein. Weil es gibt manche, die kannst du gar nicht ohne Munition bekommen. Und für solche musst du dir dann halt die Munition aufheben. Oder halt solche Momente, wenn sie dich in solche Situationen bringen. Und falls euch interessiert, nein, ich habe kein gutes Aim. Ich muss mich aus dem Mund schießen, deswegen habe ich automatisch, wenn es auf irgendwie ein Zombie oder so gerichtet ist, dieses Fernfalls, kannst du auch in dieser hier so in diesen zwei Raum spielen, die Doppelpick. Und ganz ehrlich, wenn wir alle Waffen und Munition. Aber ja, ich möchte es nicht hier verraten, weil ja, wenn ihr das Spiel spielen wollt, packe ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Aber wenn ihr Lust habt, dass ich dieses Spiel am Wochenende live für euch zocken soll, dann bei 5 Likes werde ich es machen. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Fake_Banani. Ciao, ciao.